Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zu Stronghold Warlords, dem neuen Spiel aus dem Hause Firefly Studios, das morgen am 9.3.2021 erscheinen wird. Es wurde mir vorab kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich es euch zeigen kann. Und das tue ich jetzt hiermit auch. Ja, und ich kann euch jetzt schon mal sagen, Stronghold Warlords ist definitiv ein Stronghold, allerdings mit ein paar kleinen Anpassungen. Einerseits quasi optisch, wir finden uns jetzt hier in der südostasiatischen Gegend wieder, wo wir also quasi auf chinesische, koreanische und japanische Truppen treffen. Aber so eine richtige Unterscheidung zwischen den verschiedenen Fraktionen gibt es eigentlich kaum. Also zum Beispiel kann jeder Samurais ausheben, die aber im Grunde in diesem Spiel wie Söldner gehandhabt werden. Bevor ich allerdings hier zu sehr ins Detail gehe, wollte ich an dieser Stelle noch ganz, ganz kurz darauf hinweisen, dass es auf meinem Partnershop, also unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link dorthin, einen Rabatt gibt. Und zwar könnt ihr mit dem Rabattcode MERPHOLD 14% für das Standardspiel und 15% für die Special Edition sparen. Ihr seht also, was ihr dann hier quasi normalerweise bezahlen würdet. Klickt einfach unten in der Videobeschreibung drauf. Damit unterstützt auch noch mich und meinen Kanal, wenn ihr dann über den Shop kauft. Und ja, ihr bezahlt dafür keinen Cent extra, denn diese Provision ist bereits eingepreist. Also für euch kommen keine Mehrkosten dazu. So, liebe Leute, was ist eigentlich genau genommen Stronghold Warlords? Im Grunde ein klassisches Stronghold mit ein paar Spielmechaniken, die neu sind. Wir haben nämlich ähnliche Spielmechaniken, die ihr vielleicht so ähnlich kennt aus Age of Wonders Planetfall, beziehungsweise, ich glaube, Endless Legends, müsste das andere Spiel gewesen sein, wo man quasi Territorien erobert. Also es ist nicht mehr eine Map, wo man wild bauen kann, sondern wir haben weitgehend fest definierte Areale. Und wenn ihr quasi, ihr startet in einem Hauptareal und jede andere Haupt-KI startet auch in so einem Hauptareal. Und dazwischen befinden sich dann solche Warlords. Das zeige ich euch am besten gleich mal, indem ich jetzt hier ganz, ganz kurz hier schon mal auf dieses Scharmützel draufklicke. Hier in diesen Gebieten hier, das hier sind diese Warlords. Das hier sind die Startbereiche des Spielers bzw. des Gegners. Packe ich jetzt hier zum Beispiel schon mal einen rein. Ich habe jetzt vor, diese Mission hier zu spielen, weil die finde ich eigentlich sehr, sehr schön zum Erklären. Da gibt es noch mehr Warlords. Also, unsere Startposition wäre hier, die des Gegners wäre hier. Ihr seht auch hier, der Gegner hat schon mal einen gewissen Vorteil, denn er hat mehr Platz. Das ist gar nicht mal so unentscheidend, sage ich jetzt mal. Innerhalb dieser Gebiete könnt ihr bauen, außerhalb könnt ihr nicht bauen. Das ist wichtig zu wissen. Ihr könnt aber versuchen, diese Warlords auf zweierlei Arten auf eure Seite zu ziehen. Einerseits militärisch sie unterwerfen oder diplomatisch sie zu überreden, sich quasi euch als Vasall zu unterwerfen. Rein gameplay-technisch, sage ich jetzt mal, hat das für euch kaum einen großen Unterschied, denn ihr könnt letzten Endes so oder so dazu kommen, dass dann diese verschiedenen Warlords eure Vasallen werden. Wichtig für euch zu wissen ist, dass diese Zeichen hier nicht einfach nur eine Unterscheidung sind, um zu zeigen, hey, das ist ein anderer Warlord. Nein, die haben sogar unterschiedliche Eigenschaften. Dieser Schildkröten-Warlord hier zum Beispiel, das ist ein Defensivspezialist. Also alles, was man aus ihm rausholen kann, bringt defensive Boni. Währenddessen zum Beispiel jetzt hier dieser Typ mit dem Ochsen hier, das sind Ressourcen. Warlords, die können euch also hauptsächlich extra Ressourcen zukommen lassen. Der Typ mit dem Tiger, das ist ein Offensiv-Warlord, der kann ziemlich geile Truppen rekrutieren und so weiter und so fort. Genauso ähnlich wird es hier wie dieser Typ mit dem Pferd, der hat einen Fokus auf Kavallerie, währenddessen der Typ mit dem Kranich hier, der kann euch sogar noch weitere diplomatische Punkte bringen, um noch mehr Diplomatie zu betreiben. Diplomatie ist ein sehr, sehr mächtiges Tool in diesem Spiel, sollte man nicht vernachlässigen. Wenn ihr das vernachlässigt, bekommt ihr ganz schön eine auf den Deckel. So, das hier ist kein klassisches Gameplay Video, wo ich jetzt einfach mal quasi einen Gegner jetzt hier kurz mal zerlege, denn ich möchte das alles hier quasi ungefähr in eine halbe Stunde packen und möchte euch einfach nur ganz, ganz kurz zeigen, was ist alles in Stronghold drin. Wenn ihr richtiges Gameplay sehen wollt, also wo ich mich wirklich an einem Gegner, der mir ebenbürtig hoffentlich ist oder vielleicht sogar überlegen ist, messe, dann schaut heute Abend gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. twitch.tv/mörp. Heute am 8.3.2021 bin ich live und werde das Ding ab 19 Uhr streamen und spielen. Da werde ich dann auch quasi jetzt hier keinen leichten Gegner einstellen und ich werde da auch nicht hergehen und mir einen starken menschlichen Vorteil verschaffen. Das mache ich jetzt für dieses Video, nur deswegen, damit ich euch so schnell wie möglich alles zeigen kann, was geht. Deswegen hole ich mir jetzt hier auch möglichst viele Startwaren. Ihr könnt es hier alles einstellen, ne? Normalerweise würde ich das nicht machen. Das hier ist jetzt nur für die Showcase-Zwecke, damit ihr seht, was alles gemacht werden kann, weil so geht es am schnellsten. Wir starten mal rein. Ich starte rein. So, ich habe mich verklickt an der Stelle. So, und jetzt müssen wir nur ganz kurz warten, bis wir drin sind und dann beginnt auch schon das Spiel. Am Anfang müssen wir ein paar Gebäude setzen und dann können wir freispielen. So, wir sehen jetzt hier gerade eben, das ist glaube ich der Ladebildschirm, der hier durchläuft. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Platziert euer Vorratslager, Hoheit. So, das hier ist jetzt das Gebiet, was wir bebauen können. Das kann man jetzt hier schon wunderbar sehen. Hier kann ich nicht bauen, hier kann ich nicht bauen, hier kann ich nicht bauen. Nur hier kann ich bauen. Man sollte natürlich sein Vorratslager so nah wie möglich an die Vorratsstellen bewegen. Also hier Holz, Stein und Metall. Deswegen packe ich das jetzt erstmal hier hin. Kornspeicher, Exzellenz. Und den Kornspeicher, den packe ich jetzt mal, mal hier hin. Am Anfang in diesem Spiel ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass man so schnell wie möglich den Hunger seiner Bevölkerung in den Griff bekommt, denn die Leute fressen einem im wahrsten Sinne des Wortes die Haare vom Kopf. Deswegen sollte man am Anfang gucken, dass man Reis bekommt. Reis ist ein Grundnahrungsmittel und sorgt für gute Laune, wenn die Leute es haben. Wenn nicht, dann sind sie ziemlich schnell sauer. Die gute Laune wird hier durch einen positiven Wert angezeigt, aber Veteranen im Stronghold-Universum wissen das sicherlich schon. Holz ist in dem Fall Bambus, kann man das hier... Das kann da nicht platziert werden. Habe ich jetzt hier ein bisschen blöd gebaut, aber egal, wir kriegen das hin. Dann baue ich jetzt den zweiten dahin und den hier baue ich dahin und den hier dahin. Baue ich schon mal 4 Stück von den Holzjungs hin. Und wir haben jetzt im Grunde schon alle Bevölkerung verbraucht. Also jede unserer Bauern, die wir momentan unterhalten können, 8 Stück durch dieses Gebäude hier, durch unser Hauptgebäude hier, ist jetzt im Grunde eigentlich schon irgendwo im Geschäft. Ich will nicht, dass der da rausgeht. Das ist mein Warlord. Der soll da bitte drin bleiben. Wenn der stirbt, habe ich verloren. Wir müssen jetzt also Gebäude bauen. Es gibt unterschiedliche Qualitätsstufen an Gebäuden, wie ihr sehen könnt. Normalerweise, also ist das hier eigentlich das Beste. Ich baue jetzt hier mal so ein überragendes Haus, was ihr euch normalerweise am Anfang des Spiels nicht leisten könnt. Aber weil ich jetzt gerade eben die Ressourcen so hoch eingestellt habe, kann man das machen. Deswegen kann ich jetzt hier auch mehr Bevölkerung kommen lassen. Und ihr seht auch, dass die hohe Qualität des überragenden Hauses maximum 20 sorgt dafür, dass die Leute glücklich sind. Sie schlafen nämlich in bequemen Betten, in Räumen, die 4 Wände haben und sogar ein Dach und da ist nicht mal ein Loch drin. Das kann man jetzt über die grundlegende Hütte hier nicht unbedingt sagen. Deswegen, wenn man so ein Ding hier baut, sind die Leute sehr, sehr schnell grantig und ihr bekommt jetzt sogar ein Minus auf den Komfort, was ihr natürlich versuchen solltet zu vermeiden. Ihr könnt dann, wenn ihr das gemacht habt, natürlich noch die weiteren Ressourcen machen, wie zum Beispiel Gemüse. Das sind im Grunde so eine Art Bonus-Ressourcen, sage ich jetzt mal. Baue ich jetzt einfach mal ganz, ganz kurz, keine Ahnung, ja, 2 hier hin. Dann bauen wir nochmal für den Schweindern hier 2 hin. Das sind jetzt einfach quasi zusätzliche Nahrungsmittel, die die Laune der Leute noch weiter erhöhen. Dasselbe gilt auch für Tee. Tee könnt ihr auch anbauen und auch Kleidung. Das sind aber kompliziertere, längere Gebäudeketten. Die lassen wir jetzt erstmal weg. Gerade eben hier sind schon Sachen passiert. Dieser Warlord ist schon dabei, hier gerade eben hier einen anderen zu unterjochen. Also der Gegner unterjocht jetzt hier schon mal diesen Warlord. Das ist jetzt hier schon passiert. Ich möchte natürlich dagegen vorgehen. Wie macht man das? Einerseits kann man das militärisch machen. Andererseits kann man aber auch jetzt hergehen und das Ganze diplomatisch machen. Es gibt hier das Konsulat und die Botschaft. Und ihr seht ja auch, warum ich so viel Geld mitgenommen habe. Ich kann nämlich jetzt hier diese Gebäude bauen. Man kann maximal 2 Botschaften bauen und man kann bis zu 4 Konsulate bauen. Ich baue jetzt mal alle hin. Einfach nur deswegen, weil ich so schnell wie möglich diplomatische Macht aufbauen will. Mehr kann ich jetzt hier gerade eben gar nicht bauen. Das geht normalerweise nicht, die alle jetzt hier gleich zu bauen, wenn man das Spiel mit normalen Ressourcen startet. Da ist es deutlich limitierter. Aber dadurch baue ich jetzt hier diese Diplomatiepunkte auf. Ihr seht jetzt hier, da passiert schon gerade eben was. Da wird jetzt hier schon wieder versucht, von meinem Gegner hier den nächsten Warlord anzugreifen. Wir arbeiten jetzt allerdings daran, dass das jetzt hier nicht so leicht geht. Normalerweise hat man auch nicht so starke Einheiten am Anfang. Ich habe jetzt hier von Anfang an hier schon imperialen Wachmann. Das ist schon eigentlich eine Endgame-Einheit. Der Samurai ist so eine Art Endgame-Söldner. Normalerweise startet ihr hier quasi mit solchen ganz, ganz simplen Truppen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er das hier erobern konnte. Ich möchte jetzt hier meine Punkte einsetzen, um ihn hier ihm streitig zu machen. Das mache ich entweder manuell, indem ich hier draufklicke, oder ich lasse es durchtickern. Er hat jetzt hier 120, nennen wir es mal Einflusspunkte. Ja genau, das heißt sogar Einflusspunkte ausgegeben oder ihn erobert. Ich muss jetzt 120 Einflusspunkte mit der Zeit aufbauen, um ihm diesen Warlord hier abspinstig zu machen. So, ich kann jetzt gleichzeitig jetzt wiederum mir diesen Warlord hier ganz, ganz schnell holen. Jedes Mal, wenn es so einen Donnerschlag macht, übrigens fällt irgendwo ein solcher Warlord, ne? Das geht dann hier so relativ Schlag auf Schlag. Was ich auch noch nebenbei machen sollte, ist dringend Bewaffnung bauen. Das fangen wir jetzt hier mal am besten an. Ich baue jetzt hier mal 2 Bogenheinis. Dann kann ich eine Waffenkammer bauen, denn ohne Waffenkammer wissen die nicht, wo sie das Zeug hinliefern sollen. Und dann kann ich zum Beispiel noch sagen, ich hätte ganz, ganz gerne jetzt hier noch den Ort, wo ich die Truppen rekrutieren kann. Das ist dann dieser Ort hier. Und ihr seht jetzt schon, dass ich hier einiges an Ausrüstung zur Verfügung habe. Das kann man hier drin sehen. Das ist quasi unsere eingelagerte Bewaffnung. Ich kann also jetzt schon, wenn ich das Geld ausgeben will, diese Soldaten hier rekrutieren. Und das mache ich jetzt hier auch ganz, ganz schnell. Limitierender Faktor ist gerade eben hauptsächlich tatsächlich die Bevölkerung, wo ich noch abwarten muss, bis ich hier genügend Leute habe.
Ich baue jetzt hier noch ein schönes Haus. Dann habe ich hier noch schneller mehr Bevölkerung. Kann jetzt dadurch, dass die Leute hier sehr, sehr gute Laune haben, auch noch mehr Gold verlangen. Das könnt ihr hier alles regeln in diesem Spiel. Also quasi umso mehr Gold ihr quasi haben wollt, desto schlechter wird die Laune, aber ihr bekommt mehr Gold. Und wenn ihr der Meinung seid, quasi die Leute brauchen mehr bessere Laune, dann könnt ihr ihnen zum Beispiel bessere Rationen von all diesen Sachen hier geben. Damit könnt ihr das Ganze hier sozusagen manipulieren. So, wir können jetzt diesen Typen hier theoretisch auch verbessern. Jeder dieser Warlords hat Ränge, also Level sozusagen, bis zu 6. Und am Anfang haben sie nur sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Der hier kann mir zum Beispiel jetzt Stein und Holz liefern. Ich kann ihn aber auch verbessern. Dann kann er mir zum Beispiel plötzlich Eisen liefern. Wenn ich ihn nochmal verbessere, dann kann ich plötzlich seine Burg upgraden. Das heißt, dass dieses Ding hier, dieser Bergfried, plötzlich einen Ring bekommt. Und den kann ich dann unter Umständen nochmal verbessern. Ich sage absichtlich unter Umständen, denn diese Warlords funktionieren ja alle unterschiedlich. Ach Gott, der kommt jetzt hier schon an. Das ist aber mal ein früher Vogel, ey. So, jetzt kann ich, weil ich das jetzt hier übermannt habe, kann ich jetzt hier den Gehorsam einfordern und ihm den Schildkrötenheini hier wegnehmen. Das machen wir jetzt hier natürlich auch. Halt, Moment. Ich sehe gerade eben, dass die jetzt hier schon wieder anfangen, frech zu werden. Das heißt, ich muss da schnell mal eingreifen. Also die KI ist ziemlich aktiv. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Wir bauen derweil hier noch mal ein paar Bögen weiter. Und, ach komm, grundlegende Einheiten sind halt so Axteinheiten. Dann brauche ich ja auch noch mal 2 Orte, wo ich diese Axteinheiten produzieren kann. Aber das sind nur diese Billigtruppen, ne? Das sind keine guten Truppen. Ein sehr interessantes Angebot. Jetzt haben wir den hier geholt. Und jetzt kann ich seine Burg upgraden. Dann kann der nicht mehr so leicht erobert werden. Also er kann immer noch erobert werden, aber ihr seht jetzt, wenn hier so ein Ring da ist, dann müssen jetzt die Gegner eigentlich erstmal da rein, um ihn zu überwältigen. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so einfach, wenn die da oben jetzt hier Fernkämpfer haben. So, wir haben jetzt hier gerade eben gewonnen. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass sie jetzt mir hier nicht in den Rücken fallen. Man kann auch Formationen machen, dann sind die ein bisschen sauberer hier unterwegs. Jetzt hat er sich den Kranich-Typen geholt, das finde ich natürlich gar nicht gut. Ich bemanne jetzt hier mal die Mauern. Mauern bemannen heißt, dass dieser Typ hier, der kann Soldaten rausspucken. Das können die anderen nicht so ohne weiteres. Also der kann keine Truppen rauskloppen. Der kann, das höchste der Gefühle ist, hier seine Burg abzugraden, dass er jetzt hier auch eine Verteidigung hat und nicht mehr so ohne weiteres vom Gegner geholt werden kann. Aber er kann zum Beispiel keine Truppen rekrutieren. Also der hat nur ein Minimum an Truppen und wenn ihr wirklich wollt, dass der Typ hier hält, dann müsst ihr eigene Truppen dahinstellen. Dasselbe gilt auch für ihn hier. Muss man also saumäßig aufpassen. Ich möchte jetzt tatsächlich euch zeigen, dass man auch den jetzt hier einfach ihm wieder wegnehmen kann. Wir gehen es tatsächlich dahin und greifen da an. In derselben Zeit möchte ich aber auch schon mal hier ein Tor hier setzen. Das wäre mir ganz recht, wenn ich hier ein Tor setzen dürfte, sodass ich auch rauskomme. Und ich möchte hier dicht machen. Ne? Mir gefällt das nicht, was da gerade eben passiert. Der Gegner macht da Druck. Ungünstig. Jetzt haben wir hier auch zugemacht. Also jetzt kommen sie zumindest nicht mehr so ohne weiteres zu uns rein. So, jetzt gehen wir hier durch. Wir können auch Türme bauen. Türme haben im klassischen Sinne halt einfach erstmal Platz für Truppen. Aber ihr seht auch, dass diese Türme erstens Geschosse abwehren. Eine gewisse prozentuale Chance ist dafür da. Das gibt es auch hier für die normalen Mauern. Die also haben also alle quasi Geschossabwehrfunktion. Aber die Türme, umso höher und dünner sie sind, sage ich jetzt mal, haben mehr Reichweite. Ich diene einem neuen Herrn. So, jetzt werden wir den hier gerade eben nochmal wegmachen. Jawohl, der kleinste Turm, der hat die größte Reichweite. Was sehr, sehr praktisch ist. Da passen aber nur 4 Fernkämpfer drauf. Das ist also sehr, sehr limitierend. Währenddessen jetzt zum Beispiel sein mittlerer Turm, da passen 9 Truppen drauf und auf dem großen Turm passen 25 drauf. Es gibt dann auch noch diese Bastion, das ist ein ziemlich massives Verteidigungsgebäude. Das gilt aber nicht als Turm. Da gibt es keine so dergleichen Einschränkung, sage ich jetzt mal. Obwohl natürlich der Platz ab einem gewissen Punkt limitiert ist. So, wir können, wenn wir zum Beispiel wollen, versuchen, ihn hier zu unterjochen. Das wäre durchaus sinnvoll, weil der hier hat sehr, sehr starke Offensiveinheiten. In der Zwischenzeit müssen wir uns auch noch um unsere Wirtschaft kümmern. Es gibt aber noch mehr Dinge, ne? Also wie gesagt, ich mache jetzt hier kein reines Let's Play, das würde den Rahmen sprengen. Ich will euch einfach nur zeigen, was ist möglich. Wir können auch noch hier diese Militärakademie bauen. Diese Militärakademie ermöglicht es uns hier Spezialeinheiten zu bauen, je nachdem. Die kosten halt immer nur Gold. Ich kann jetzt hier Generäle holen. Generäle sind recht gute Kämpfer, also ziemlich gute Kämpfer sogar. Bieten aber insbesondere auch noch einen Area-Buff.
auf die Rüstung von allen Einheiten, die um sie herum sind. Samurai sind sehr starke Kämpfer, brauchen keine Ressourcen, nur Gold. Feuerlanzen sind im Grunde Kontereinheiten, die kontern alles weg, was im Grunde schwer gepanzert ist, denn die Einheiten haben unterschiedlich... Oh, hier findet gerade eine Schlacht statt, wie ich gerade eben feststelle. Jawohl. Mit einer Artillerie, wo wir gerade eben schon sehen, dass diese Artillerien sehr, sehr gefährliche Effekte haben. So, ihr seht es ja auch, ne? Die Einheiten sind sehr langsam und die werden die ganze Zeit hier auch durch die Gegend geschleudert. Jetzt gucke ich mal, dass ich den jetzt hier mal benutze, um hier anzugreifen. Der metzelt den jetzt hier gerade eben so da nieder. Wir verlieren jetzt ja auch gerade eben einiges an unseren Truppen, aber das Gute ist, er auch. Diese Keulentypen haben hier einen, diese imperialen Wachen haben einen Area-Attack. Ihr seht jetzt hier gerade eben die Werte, das ist der Nahkampfangriffswert, das ist der Nahkampfrüstungswert, das ist der Fernkampfrüstungswert, das ist der Feuerschutzwert. Und das hier ist quasi die Stoßrüstung, also die können auch gestoßen werden. Und ihr seht, na, alles was irgendwie eine gute Panzerung hat, hat keine Feuerrüstung. Diese Feuerrüstung ist einfach etwas, mit dem man ja tatsächlich erstmal umgehen muss. Denn sie kontert halt einfach diese starken Einheiten aus. Wir werden jetzt diesen Typen da jetzt erstmal hier überwältigen, damit wir ihn haben. Haben zum Glück ist hier gerade eben diesen Kampf gewonnen. Ich wollte eigentlich gerade eben hier noch auf diese Einheiten eingehen. Dann gibt es noch diese Ninjas. Das sind sehr, sehr leicht gepanzerte, schnelle Einheiten, die Mauern erklimmen können. Und im Grunde eigentlich ja dafür da sind, um den Gegner plötzlich an einer unerwarteten Stelle irgendetwas wegzuholzen, mit dem er nicht gerechnet hat. Also einen Ablenkungsangriff zu starten oder so. Dann ähnliches gilt für die berittenen Bogenschützen. Die sind bloß nicht unsichtbar. Die sind halt mobil und können schießen. Also die können schießen, währenddessen sie laufen. Das können die Infanteristen nicht. Und dann gibt es ja noch diese Kriegermönche. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo werden wir schon wieder angegriffen? Ach, hier werden wir schon wieder angegriffen. Das hier habe ich mir jetzt hier gerade eben schon mal geholt. Jetzt greifen wir das da noch an. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn hier noch irgendwie Warlord verbessern kann. Warlord verbessern. Burg upgraden. Dann kommen die jetzt hier immerhin nicht rein. Ich weiß aber gar nicht, ob wir diesen Kampf jetzt hier gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen diesen Kampf gerade eben sogar. Naja, ihr müsst euch mal vorstellen, was hier los wäre, wenn ich jetzt hier quasi ihn nicht auf leicht gestellt hätte. Ne? Das Spiel ist schon knackig. So, die stürmen jetzt hier an, die Samurai. Die sind normalerweise sehr langsam. Das ist ihre große Stärke. Ähnlich wie eine Kavallerie können die anstürmen. Und wenn jetzt der Kampf hier vorbei ist, dann wird das jetzt hier hoffentlich zu einer positiven Situation führen. Genau, die Mauer wird jetzt endlich gebaut. Der ist also dann nicht mehr so leicht zu killen. So, jetzt gehen wir erstmal wieder da rein. Die sind jetzt hoffentlich erstmal alle safe. Ach, nee, sind sie nicht. Hier wird immer noch angegriffen. Aber ich glaube, diese Fernkämpfe kriegen das hier in den Griff. So, was ich jetzt mit diesem Warlord hier übrigens machen kann, ist, ich kann ihn dazu bringen, dass er mir zum Beispiel meine Diplomatie noch weiter steigert. Ich muss 30 Punkte Diplomatie ausgeben, dann gibt er mir später noch mal ein bisschen mehr Diplomatie zurück. Es gibt noch ein weiteres Gebäude, was erwähnenswert ist. Das ist das Belagerungscamp. Das ist das hier, da könnt ihr zum Beispiel Leiterträger bauen, ne? Klar, an die Mauer anlehnen und hochklettern. Belagerungsturm, das Ganze in groß. Und ein bisschen stabiler. Dann gibt es hier die Schutzwand, sorgt dafür, dass eure Truppen, die anrücken, vor Geschossen einigermaßen geschützt sind. Feuerpfeilwagen ist etwas, ach, ich hol's gerade eben mal raus, ist eine Art kleine Anti-Infanterie-Artillerie. Nicht ganz zielgenau, aber ihr seht, macht Feuerschaden, macht also sehr viel Schaden auch an ganz normalen Truppen. Dann gibt es hier ein sogenanntes Wurfgeschütz. Das holen wir uns auch gerade eben mal raus. Das ist im Grunde einfach nur ein Skorpion, eine Balliste, wie ihr, wenn ihr wollt. Macht aber auch Feuerschaden. Dann gibt es hier diese Feuerochsen. Die finde ich ziemlich witzig. Das sind im Grunde Selbstmordochsen. Die stürmen in Gegner rein und dann macht es Boom. Das können wir eigentlich auch gleich mal sogar nochmal ausprobieren. Dann gibt es noch die ganz, ganz klassischen Mangonellen. Dann gibt es Mörser, dafür braucht man allerdings Salpeter, von dem ich jetzt nicht mehr genug habe, den müsste ich hier abbauen. Aber ich bin einfach zu sehr mit Erklären beschäftigt. Dann könnt ihr also diesen Mörser bauen, der hat also recht gute Reichweite. Dann haben wir noch den Raketenwerfer, den bauen wir auch nochmal schnell. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Und last but not least können wir noch einen Tribok theoretisch. Oder sogar zwei Tribox holen. Die muss man aber aufstellen, damit sie überhaupt schießen können. Haben aber eine unglaublich überragende Reichweite. Niemand wird euch nun noch retten. Er hat sich gerade zu Wort gemeldet. Das kommt durchaus vor. So, wie sieht es bei ihm aus? Jetzt kann ich hier den Gehorsam einfordern. Habe ich schon 300 Punkte jetzt hier mir geholt. Damit habe ich jetzt diesen Typen unter Kontrolle. Das ist der Offensivtyp. Und wir machen derweil mal gerade eben mal weiter. Ich könnte ja eigentlich auch nochmal meine Armee mal wieder aufstellen. Ganz normale Schwertkämpfer hier brauchen Rüstung.
sind ganz, ganz normal, also entsprechen, glaube ich, weitgehend eigentlich dem, was ihr früher noch von Schwertkämpfern kennt. Dann gibt es ja die Hilfsbogenschützen und die Hilfsaxtkämpfer. Das sind die billigsten Einheiten, die Ressourcen brauchen. Es gibt aber noch billigere, die gar keine Sachen kosten, nur Gold. Damit könntet ihr theoretisch einen Gegner auch einfach quasi tot spammen, wenn ihr wollt. So, jetzt will ich dir gerade eben mal hier ordnen. Und wir haben ihn jetzt hier im Griff, können ihn jetzt hier natürlich dann auch verbessern. Ich grade jetzt hier erstmal seine Burg ab, dass er nicht so ohne weiteres hier geschnappt werden kann. Ich verbessere diesen Warlord dann auch noch gleich. So, ich lasse euch das gerade eben jetzt hier mal beobachten, was jetzt hier abgeht. Eine sehr, sehr kleine Burg, wie man sieht. In der Zwischenzeit habe ich wieder einiges an Punkten angesammelt. So, und jetzt können wir mal da reingucken. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Angriff ausführen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann rekrutiert der jetzt hier ein paar Truppen. Und die werden dann auf den Gegner losgehen. Ich muss auch sagen, wohin. Entschuldigung. So, jetzt hat er hier ein paar... Ja, ich glaube, Samurai. Nee, das sind einfach nur ein paar Schwertkämpfer jetzt hier ausgebildet. Die gehen jetzt auf den Gegner los, führen jetzt quasi so eine Art Ablenkungsangriff statt. Das Ganze kann man aber auch noch verbessern. Gerade eben kann ich das aber komischerweise nicht, weil er diesen Angriff gerade eben durchführt. Okay, also ihr seht, die können immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Ich wollte euch noch mehr erklären. Es gibt noch mehr Gebäude. Es gibt dann zum Beispiel hier diese Verteidigungsgebäude, wie zum Beispiel hier diese lustige Balliste. Die kann man hier hinmachen und dann schießen die auf alles, was quasi in ihrer Reichweite ist. Die kann man auch manuell einstellen und zeigen. Da sieht man ungefähr grob, wie weit die schießen können. Ich kann auch direkt dahin schießen, wenn ich will, oder einfach mal sagen, lasst das mal bitte sein. Es gibt dann auch noch hier diese Mangonelle, aber die kann ich nicht direkt daneben stellen. Es gibt immer so einen Mindestabstand, den die voneinander entfernt sein müssen, damit die überhaupt noch, ja, was tun. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Da gibt es hier noch diesen Feuerpfeilplattform. Das ist im Grunde dasselbe wie diese Artillerie am Boden, aber das verbraucht dann halt auch Salpeter. Ohne das könnt ihr das nicht bauen. Das ist im Grunde genau das gleiche wie dieser Feuerpfeilwagen, den wir noch nicht in Einsatz gesehen haben. Aber da flitschen halt ganz, ganz viele Geschosse rum und tun dem Gegner ganz arg weh. Es gibt noch mehr Gebäude, Defensive. Ich gehe gar nicht so sehr auf alle einzelnen ein. Ihr seht, es gibt zu viel. Das hier ist sehr viel, sehr viel wichtiger. Das hier ist sozusagen die Entscheidung, ob ihr ein guter oder ein böser Lord sein wollt. Mit dieser Reihe hier könnt ihr dafür sorgen, dass eure Truppen mehr Moral haben, also besser kämpfen. Aber das macht eure Leute auch faul. Sie sorgen halt dafür, also diese Leute, die halt produzieren, produzieren halt weniger Ressourcen. Das heißt also, ihr bekommt zwar elitärere Kämpfer, aber ihr habt mehr Schwierigkeiten, das irgendwie auszugleichen. Das heißt also, sowas sollte man vielleicht erst gegen später bauen, wenn man dann eine große Armee schon hat. Alternativ könnt ihr aber auch einfach quasi hier den bösen Lord machen, mit Pranger bis hin zur Folterpresse und euch dann quasi den Schrecken einfangen. Die Leute haben Angst vor euch, produzieren sau viel, weil sie Schiss haben, aber eure Soldaten, ja, sind nicht ganz so motiviert für euch zu kämpfen. Das ist der Unterschied und der ist dann durchaus ein weiterer strategischer wichtiger Punkt. So, ich sorge jetzt mal dafür... Das braucht ja echt lang, bis dieser Angriff ausgeführt ist. Wo sind denn diese Typen jetzt hier? Da kämpfen sie gerade eben noch. Na, ihr seht, was da gerade eben abgeht. Das ist halt ein klassischer Ablenkungsangriff und die machen uns halt auch gut Schaden. Also die können schon ein bisschen was. Aber alleine machen sie nichts. Man kann das natürlich jetzt auch noch verbessern. Ich will jetzt hier dafür sorgen. Zack. Belagerungscamp kann der Typ auch noch bauen. Ich kann auch seine Burg upgraden. Dann bekommt er hier nochmal einen Ring, wie man hier sieht. Und ich habe schon festgestellt, umso mehr man diese Typen hier ausbaut, desto mehr, mehr Damage können die letzten Endes machen. Deswegen machen wir jetzt hier gerade eben nochmal ein bisschen mehr Diplomatie. Das muss ich gerade eben bloß mal beobachten. Ne? Die KI neigt auch manchmal ganz, ganz gerne dazu, zu versuchen, einem einen Typen wieder wegzunehmen. Hier habe ich nämlich überhaupt keinen Punkt drin. Der könnte mir unglaublich schnell wieder weggenommen werden. Weil ich nämlich keine Diplomatiepunkte bei ihm habe. Ne? Ganz, ganz wenig reicht schon aus, entweder militärisch oder diplomatisch, und der gehört dann nicht mehr mir. So. Bauen wir mal ein Belagerungscamp. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Na, ihr seht, er hat jetzt hier seine Festung ausgebaut. Ist also jetzt hier militärisch schwer einzunehmen. So, im Grunde haben wir eigentlich dadurch schon das meiste jetzt hier gezeigt. Es gibt eigentlich jetzt hier nur noch dann quasi diese verschiedenen Ressourcen, also Belagerungscamp haben wir ja schon gemacht. Man kann einen Stall bauen, dann ist die Grundlage dafür überhaupt, um Kavallerie ausbilden zu können. Also Rüstungsschmied ist die Grundlage dafür, um alle besseren Einheiten ausbilden zu können.
brauche dann aber wiederum Metall, was ich momentan noch nicht abbaue. Um Stein zu produzieren zu können, müsst ihr dann quasi, also dann hier zum Beispiel diesen Steinbruch errichten. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt. Dasselbe ist auch hier mit dem Metall der Fall. Und man braucht sowohl für das als auch für das hier dieses Wasserbüffeljoch, weil das Zeug einfach zu schwer ist. Dafür muss man einfach dann diese Wasserbüffel hier benutzen, um sie dann tragen zu lassen. Die holen das dann hier ab und bringen das dann quasi ins Lager und so weiter und so fort. Salpetermine könnte man auch bauen für diese Waffen, die ich schon angesprochen habe. Dann daraus eine Schwarzpulverwerkstatt vielleicht noch gebaut. Und hier unten haben wir dann noch die Möglichkeit, quasi hier diese letzte Ressource Seidenraupen anzubauen. Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. So. Dann daraus eine Seidenschneiderei zu machen. Und am Ende auch noch eine Schneiderei zu machen. Dann habt ihr dann quasi noch zufriedenere Leute und könnt sie noch mehr geldtechnisch schröpfen. Dasselbe gilt auch für den Tee. Tee kann hier abgebaut werden in solchen Gebäuden. Man kann nur ein einziges von diesen Teehäusern machen. Und jetzt gucke ich mal gerade eben. Der hat jetzt hier tatsächlich den Typen hier übermannt. Ne? Das ist ziemlich heftig, aber der spielt halt auch schon die ganze Zeit mit sehr, sehr starken Einheiten, was ich jetzt noch gar nicht gemacht habe. Ich baue jetzt hier mir mal ein paar Samurai. So. Wir müssen noch warten, bis jetzt hier die Pops wieder kommen. Zack. Die Laune ist jetzt hier wieder besser, dann kommen die Truppen schneller. Ja, und im Großen und Ganzen war es das auch schon. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass man quasi den gegnerischen Lord auseinander nimmt. Und wenn ihr das schafft, habt ihr gewonnen. Und dafür müsst ihr euch halt quasi, ja, durch diese ganzen anderen Warlords hier durcharbeiten. Denn wie ihr seht, ne, also, da schieße ich gerade eben schon drauf, was sehr, sehr witzig ist. Die Mangenplattform wartet auf Befehle. Die Mangenplattform kommt da leider nicht ran, aber der kam da ran. Die Schutzplattform steht bereit. Na, und ihr seht, der hat halt zu wenig Verteidigung. Selbst das hier, der konnte das hier gerade eben nicht aufhalten. Der Feind nähert sich. Aber ich könnte ihn jetzt halt einfach quasi jetzt hier wieder versuchen, auf die 120 zu bringen. Und dann ist er wieder auf meiner Seite. Ich verbessere diesen Warlord hier nochmal. Auf seine höchste Stufe. Mehr kann der nicht haben. Jetzt kann man einfach noch einen fetten Angriff auswählen. Und jetzt hat er eine richtige Armee hier am Start. Und die schickt er jetzt los. Theoretisch könnte ich dann auch noch hier... Nein, ich kann die andere nicht machen. Ich habe auch nicht genügend Punkte. Und dann wäre das hier, wenn man das hier kombiniert mit diesen Warlords, eine ziemlich starke Sache. Der da oben wäre auch noch einer, der könnte dann noch Kavallerieeinheiten noch mit reinschicken. Ich werde angegriffen. Und ja, das war's eigentlich von dieser Vorschau, meine lieben Freunde. Ich habe euch weitgehend alles erklärt, was es gibt. Eine Sache vielleicht noch genau hier. Es gibt noch hier diese Statuen, die sorgen noch dafür, dass die Leute noch Spiritualität entwickeln, was auch noch Zufriedenheit bringt. Ja, und das ist jetzt der Punkt, der echt problematisch ist. Das habe ich aber absichtlich jetzt hier offen gelassen, weil ich ja die ganze Zeit nur erklärt habe und halt auch andere Sachen gemacht habe, um euch zu zeigen, was es hier alles für Möglichkeiten gibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt hier bei euch für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wenn ihr wollt, dass ich das Ding richtig spiele, schaut gerne heute Abend auf twitch.tv/mörb vorbei. Da werde ich das Ding also quasi regulär spielen und streamen und euch zeigen und auch gerne Fragen beantworten. Und falls ihr euch Stronghold Warlords selber holen wollt, ne, hier bei Games Planet gibt es das Ding günstiger. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dorthin, den ihr direkt anklicken könnt. Das Ding in den Warenkorb packen, an der Kasse dann Mörb Hold angeben. Bis zum 6.04.2021 ist der Rabattcode gültig. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und bekommt das Ding günstiger. Ist doch ein toller Deal. Macht's gut, wenn ihr wollt, bis nachher im Stream. Ansonsten vielleicht bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss und Ade.